Ja, hallo, ich bin Ronald Engert, Tatwa-WWK-Chefredakteur. Ich möchte euch heute das neue Paket vorstellen, das Jahrgangspaket 2014. Ich zeige euch mal, was da kurz drin vorkommt. Im Heft 58 geht es um weibliches Bewusstsein und die Schattenseiten. Wir haben uns mal der dunklen Seite des Weiblichen zugewendet. Über die Männer wissen wir ja Bescheid und bei den Frauen ist auch nicht alles rosig und wir haben die Schattenseiten mal beleuchtet, aber auch positive Ausblicke und positive Seiten, zum Beispiel zur weiblichen Erkenntnis und auch zum gesunden Umgang mit Gefühlen haben wir in diesem Heft einiges davon niedergeschrieben. Im Heft 59, was dann im Mai erschienen ist, da geht es um die spirituelle Bedeutung von Geld. Ganz wichtiges Thema, sehr heikel. Man steht doch oft auf dem Kriegsfuß oder glaubt, dass da mit Geld irgendwas nicht stimmt und dass wir das nicht haben dürfen. Es gibt aber eine spirituelle Verbindung oder eine Verbindung zwischen Spiritualität und Finanzen, zum Beispiel das Wort Erlös. Der Profit im Finanziellen ist die Erlösung im Spirituellen. Der Kredit kommt von dem lateinischen Wort Glauben oder Vertrauen, ja, also jemand, der glaubwürdig ist. Und Zuwendung, eine Zahlung eines Geldbetrages in der finanziellen Sphäre gibt es halt auch in der Psychologie und im Zwischenmenschlichen als Zuwendung. Jeder Mensch braucht Zuwendung, ohne die kann er nicht leben. Das nächste Heft war dann die Nummer 60, die im August erschienen ist mit dem Schwerpunkt Männer. War für mich auch mal ein Aha-Erlebnis, zu sehen, was es alles für ein Spektrum, für Varianten, für Aspekte des Männlichen gibt, des männlichen Bewusstseins. Hat ein Gastredakteur, ein gut ausgebildeter und versierter Männertrainer für uns zusammengestellt, das Heft mit verschiedenen Artikeln zu dem Bereich Männer. Und last but not least, das Leib- und Magenthema der Tatwa Viveka, die Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität hier als Geist und Materie. Sind wir jetzt nur Materie? Sind wir nur Gehirn oder gibt es auch ein Bewusstsein? Was hat eigentlich unsere Seele, unser spiritueller Anteil mit unserem Körper, mit unserem materiellen Leben zu tun? Was hat es mit der Wissenschaft zu tun? Wie kann man das zusammenbringen in einer neuen Synthese, die maßgeblich wäre für ein neues Bewusstsein des dritten Jahrtausends und auch eine vielleicht etwas genesenere, gesündere Gesellschaft. Ja, also es gibt 4 Hefte, jedes Jahr erscheinen 4 Hefte. Dieses Mal, habe ich es euch vorgestellt, Jahrgang 2014 im Bundle, im Paket zum Sonderpreis, digital oder print, könnt ihr auf unserer Homepage bestellen, www.tatwa.de. Schaut vorbei!